Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lasse ich zwei Autos gegeneinander antreten, nämlich einmal den Audi e-tron 50 Quattro und dann den Jaguar I-Pace 320 SE. Das sind ja beide die kleineren Versionen ihrer etwas größeren Pendants und sind auch ein bisschen abgespeckt in der Leistung. Also ist jetzt die Frage, wie ist da der Unterschied des Verbrauchs bei den beiden? Ich fahre nämlich heute wieder die Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück, und zwar bei bestem Nieselwetter und 5 Grad draußen. Und da ich das nicht alleine machen kann, ist Patrick dabei. Wir wechseln uns nachher beim Fahren ab. Zuerst fährt Patrick den e-tron, ich fahre den Jaguar und in Bremerhaven steigen wir um. Und danach nehmen wir noch eine Ladekurve auf, denn der Audi soll ja unheimlich schnell laden und der Jaguar, dem sagt man ja so ein bisschen nach, dass er nicht so schnell lädt. Wobei jetzt mal interessant ist, ob sie bei dem 320er ein bisschen dazugelernt haben. Und das wird wieder sehr spannend, und bevor wir jetzt ganz klitschnass werden, steigen wir jetzt ein und wir fahren los. Also bleibt dran! Ich habe übrigens die beiden Autos von einer kleinen Autovermietung zur Verfügung gestellt bekommen. Ewi Elektrisch heißen die, aus Bad Zwischenahn. Kai-Uwe, vielen herzlichen Dank dafür. Ich blende euch mal die Internetadresse hier unten ein. Und wenn ihr Interesse habt, mal so ein Elektroauto für ein paar Tage zu fahren, dann ruft doch mal die Seite auf und setzt euch mit denen in Verbindung. Ich denke mal, die können euch ein gutes Angebot machen. Ich sitze jetzt hier also im Jaguar 320 SE. Der hat wie der große Bruder 470 Kilometer WLTP-Reichweite und angeblich einen Durchschnittsverbrauch von 22 Kilowattstunden auf 100. Das wollen wir heute auch mal testen. Der hat ja auch den großen Akku, nämlich die 90 Kilowattstunden. Davon sind 85 Kilowattstunden nutzbar und lädt bis zu 100 Kilowatt DC und dreiphasig 11 kW AC immerhin. Bis vor ein, zwei Jahren war ja nur einphasiges Laden möglich. Das haben sie jetzt ja beim Jaguar erweitert. Er fährt bis zu 180 km/h Höchstgeschwindigkeit, dann ist er abgeriegelt, hat Allrad und 320 PS. Daher kommt ja auch die 320 im Namen. Das sind so 236 kW. Und er beschleunigt in 6,4 Sekunden auf 100, ist ein bisschen langsamer als der große Bruder, kostet deswegen auch ein bisschen weniger, nämlich ungefähr rund 60.000 ist hier der Startpreis. Ja, und hier im Audi e-tron 50, da sind wir in der kleineren Version des 55ers. Im Prinzip von innen ist das alles komplett das gleiche, auch von außen. Der Unterschied ist in dem Akku und in der Leistung. Der Akku ist nämlich kleiner, der hat 71 Kilowattstunden, wovon 65 nutzbar sind. Und von der Leistung her liegen wir hier bei 230 kW, das sind 313 PS und entsprechend 6,8 Sekunden von 0 auf 100. WLTP-Reichweite liegt hier bei 338 Kilometer und der Durchschnittsverbrauch bei 21,9 Kilowattstunden. Da wollen wir mal sehen, ob wir das überhaupt hier auf der Autobahn schaffen. Ich würde mal sagen, nein. Jedenfalls lädt der Audi sehr schnell. Das hat ja schon der 55er getan. Und der kleinere hier, der 50er, lädt bis zu 120 kW an DC und 11 kW auch dreiphasig an AC. Der hat übrigens auch eine Anhängerkupplungsoption, was ja viele auch interessiert. Und ansonsten fängt der Preis hier an bei um die 69.000 Euro. So, dann fahren wir mal los. Ich fahre zuerst den I-Pace bis nach Bremerhaven. Stellen wir mal auf D und dann geht's los. Pünktlich zur Probefahrt hat es angefangen zu regnen. Ja.
Ja, ich sitze hier in einem Jaguar I-Pace 320 SE mit wunderschönen hellgrauen Leder, Innenausstattung, sehr, sehr gemütlich und man fühlt sich hier auf Anhieb wohl. Der Wagen ist in einer knallroten Farbe, also das ist schon richtig ein geiles Auto, also auch optisch ein Hingucker, würde ich mal sagen. Auch von innen, also es sieht wirklich tippitoppi aus, sehr, sehr hochwertig, Jaguar-like eben. Auch die Verarbeitung kennen wir ja schon von Jaguar, ist anstandslos. Die Frage ist eben, wie sind die elektrischen Werte dieses Autos? Also vom Fahren her würde ich mal sagen, gibt es gar keine Fragen, gar keine Kritikpunkte. Ich bin den Wagen ja auch schon mal gefahren. Es war übrigens das allererste Elektroauto, was ich Probe gefahren habe. Der Jaguar I-Pace 400 damals in der First Edition. Das Video kann ich euch mal hier verlinken. Jedenfalls werden wir dann in Bremerhaven wechseln. Das heißt, ich fahre die erste Strecke mit dem Jaguar und dann tauschen wir die Autos, damit wir auch den Fahrereinfluss eliminieren bei dieser Reichweitenstrecke. Und wir haben es heute, wie gesagt, gerade mal so knapp 6 Grad und jetzt regnet es ein bisschen. Also ist nicht wahnsinnig schlimm, aber ist doch sehr, sehr nieselig. Und ich denke, das bleibt auch die ganze Strecke so. Also typisches Move Electric Reichweiten-Testwetter. Wir fahren also heute wieder die Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven. 130 Kilometer bei Tempo 130. Und man sagt ja beiden Autos doch einen relativ hohen Verbrauch nach. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer hier die Nase vorn hat, also wer den höheren Verbrauch an den Tag legt. Das ist ja gar nicht mal so klar, weil der I-Pace mit seiner Aerodynamik und der e-tron liegen ja ungefähr gleich auf. Beide auf jeden Fall über 0,3 vom CW-Wert. Also im Prinzip rollende Schrankwände in Anführungsstrichen. Und mal gucken, wie die beiden sich schlagen. Jedenfalls von der Reichweite ist der Jaguar schon mal vorn, weil er ja auch den größeren Akku hat, immerhin 20 Kilowattstunden mehr. Der e-tron hat ja nur 65 Kilowattstunden nutzbar und der I-Pace hier 85 Kilowattstunden nutzbar. Von daher kommt er auf jeden Fall schon mal weiter. Allerdings dürfte der e-tron beim Laden die Nase vorn haben, weil er deutlich schneller lädt, zumindest auf dem Papier. Diese Ladekurve, die nehmen wir nachher nochmal auf, wenn wir fertig sind. Dann fahren wir die Autos leer und gucken mal, wer da wirklich die Nase vorn hat. So, 64 Kilometer und 30,4 Kilowattstunden auf 100. Das ist momentan der Stand. Und jetzt fahren wir gleich rechts ran und wechseln die Autos. So, Fahrerwechsel. Und wie war es bisher? Gut. So, jetzt geht's auf die Rückfahrt. Ich im Audi und Patrick im Jaguar. Und momentan habe ich im Audi 28,8 Kilowattstunden. Und mal sehen, wo wir am Ende landen. Vergleich, wenn ich jetzt vom I-Pace direkt in den e-tron steige und dieselbe Strecke fahre, finde ich es hier im e-tron irgendwie lauter. Also nicht von den Windgeräuschen, die sind hier definitiv leiser. Aber hier ist so ein niederfrequentes Brummen. Ich glaube, das kommt von den Reifen. Das kann eigentlich nur von den Reifen kommen. Das macht es hier subjektiv lauter oder die Geräuschkulisse doch ein bisschen unangenehmer als in dem I-Pace. Kilometer Strecke gefahren und der e-tron liegt jetzt bei 29,3.
Patrick, wie weit oder wie ist der Durchschnittsverbrauch bei dir? Also ich habe 30,7 Kilowattstunden. Wir sind jetzt am Ende der Reichweitenstrecke. Hier fahren wir wieder ab. Es ist wirklich ein bescheidenes Wetter wieder mal. Und dann gucken wir gleich mal am Ende, was wir bei beiden Autos so als Ergebnis bekommen. So, und am Ende haben wir 130,1 Kilometer mit dem Audi zurückgelegt und hier 27,9 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 94 km/h. Und dann gucken wir mal, was der iPace so sagt. Ja, beim iPace sind es 29,5 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, eine zurückgelegte Strecke von 128,3, also ein bisschen weniger als beim e-tron, obwohl wir ja gleich hintereinander gefahren sind. Und wir haben hier jetzt noch eine angezeigte Restreichweite von 102 Kilometern bei einem Akkustand von 33%. Ja, zwei ganz unterschiedliche Autos. Der eine hat eine ziemlich große Batterie mit 90 Kilowattstunden, der andere hat eine etwas kleinere Batterie mit 71. Nutzbar ist bei beiden jeweils nicht die volle Kapazität, sondern von den 71 beim Audi sind 65 Kilowattstunden nutzbar, von den 90 beim Jaguar sind ungefähr 85 Kilowattstunden nutzbar. Jetzt würde man doch meinen, ja, der Jaguar hat eine größere Batterie, hat eine viel größere Reichweite, also ist das eigentlich das bessere Reiseauto. Aber nein, das ist gar nicht der Fall. Denn wie ihr beim Ladetest festgestellt habt, ist der Audi, um 200 Kilometer nachzuladen, schon nach 19 Minuten fertig, nämlich bei 56 Kilowattstunden, die er nachladen muss, um 200 Kilometer weit zu kommen. 19 Minuten, dann ist man durch, weil der Audi hat einfach eine super hohe und konstante Ladeleistung. Beim Jaguar brauche ich 60 Kilowattstunden, um 200 Kilometer zu kommen. Und das dauert doppelt so lange, nämlich 42 Minuten. Der Jaguar hat eigentlich eine ganz ordentliche Ladeleistung. Die lag ja in der Spitze so bei 103, 104 kW, ganz kurz. Dann bleibt sie doch auch relativ konstant, so in den 80ern. Aber dadurch, dass der Akku ja auch so groß ist und der Verbrauch so hoch, muss man das eben auch relativ voll laden, das Ding hier. Und das dauert einfach, das dauert. Und da ist man wirklich fast eine Stunde dabei, um bis auf 80% zu kommen. Und das ist einfach zu lange, um diesen Jaguar wirklich als Reiseauto für Langstrecken zu benutzen. Also Mittelstrecken, sagen wir mal 500 Kilometer einmal nachladen, das ist völlig okay. Aber dann wird es wirklich zäh. Und da hat der Audi einfach die Nase vorn, der ist einfach schneller unterwegs, obwohl der Akku kleiner ist und obwohl die Reichweite viel geringer ist. Jetzt ist noch die Frage, welches Auto gefällt mir denn am besten? Das ist wirklich ganz schwer zu beantworten. Das hängt immer davon ab, für welchen Zweck ich das Auto nutzen möchte. Also erstmal ganz grundsätzlich, vom Fahrgefühl her gefällt mir der Jaguar besser tatsächlich, weil ich den sowohl vom Ambiente hier irgendwie gediegener, gemütlicher oder sportlicher auch finde. Er fährt sich auch sportlicher. Er ist ein bisschen schneller in der Beschleunigung. Das ist aber wirklich nur minimal, zumindest auf dem Datenblatt. Aber in der Praxis spürt man das sehr deutlich, weil der Audi, der hat immer so ein bisschen so eine Verzögerung, bevor er da mal in die Gänge kommt. Klar schießt er dann auch nach vorne. Der braucht, glaube ich, auch nur 6,6 Sekunden auf 100 und der Jaguar hier 6,4, also so viel schneller auf dem Papier ist er gar nicht. Aber der ist viel direkter, das heißt, wenn ich hier mal aufs Strompedal drücke, dann geht es wirklich sofort ab und beim Audi, da dauert das immer ein bisschen.
Ist auch beim Audi so, dass ich das Gefühl habe, das ist schon ein Riesenschiff, obwohl der Jaguar jetzt auch nicht so viel kleiner ist. Aber beim Audi habe ich das Gefühl, da wankt es auch mehr als hier im Jaguar. Und insgesamt fühlt der Jaguar sich irgendwie straffer an. Ja, reisen möchte ich lieber im e-tron. Da ist es auch natürlich sehr bequem, gar keine Frage. Der e-tron ist auch leiser. Hier beim Jaguar sind die Windgeräusche von vorne, von der zerklüfteten Front einfach viel zu präsent. Dafür hatte der Audi, weil er ja auch so leise war, mehr Rollgeräusche von den Reifen und die waren so sehr niederfrequent und das brummte so ein bisschen bei mir in den Ohren. Das fand ich auch nicht so angenehm. Also ist auch wieder so hin und her gerissen, was ich jetzt wirklich besser finde. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Aber wie gesagt, wenn ich mich für einen der beiden entscheiden müsste, hätte ich wirklich die Qual der Wahl und ich müsste wirklich gucken, worauf lege ich eigentlich Wert. Lege ich auf mehr Platzwert, die Reisetauglichkeit, dann wäre es der Audi. Lege ich auf sportliches Fahren und irgendwie das Gefühl, das Fahrgefühl Wert, dann wäre es für mich eher der Jaguar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch also gefallen und ihr habt da ein paar Erkenntnisse rausgezogen, falls ihr euch für die beiden Autos interessiert. Ihr könnt sie, wie gesagt, auch gerne beim Probe fahren. Ich hatte sie ja auch von einer Autovermietung, EV elektrisch, empfehle ich euch hier nochmal ausdrücklich, ruft da mal an. Ich glaube, er macht euch auch einen guten Kurs, der Kai-Uwe, sehr nett, sitzt in Bad Zwischenahn. Also wenn ihr aus Norddeutschland kommt, dann schaut es euch mal an. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann bleibt ihr mal auf dem Laufenden und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.